Wie funktioniert eigentlich ein Magnetschalter an einem Anlasser? In diesem Bild sieht man einen. Hier ist der Anschluss der Klemme 30 von der Batterie. Hier haben wir den Anschluss für die Feldwicklung und hier erkennt man den Anschluss für Klemme 50 vom Zündanlassschalter. Auf der Folie sehen wir eine Innenschaltung eines Magnetschalters. Wenn wir den Schlüssel rumdrehen, geben wir auf Klemme 50 eine Spannung. Einzugswicklung und Haltewicklung arbeiten gemeinsam und schließen den Schalter auf Klemme 30. Nun haben wir auch auf Klemme 30 ein positives Potential anliegen. Die Einzugswicklung wird nicht mehr bestromt, da an beiden Enden dasselbe Potential anliegt. Wenn wir den Schlüssel loslassen, sorgt eine Rückstellfeder dafür, dass Anlasser und Magnetschalter in ihre ursprüngliche Situation zurückkehren. Nun gehen wir aber noch mal genauer auf den Magnetschalter ein. Auf dieser Folie sehen wir den Querschnitt eines Magnetschalters. Wenn wir uns zurück an die Eingangsfolie erinnern, erkennt man, dass hier oben der Anschluss für die Klemme 30 von der Batterie ist und hier unten der Anschluss für die Feldwicklung. Wenn nun auf Klemme 50 eine Spannung anliegt, ziehen Halte- und Einzugswicklung den Anker zum Magnetkern. Gleichzeitig werden die elektrischen Kontakte durch die Kontaktbrücke verbunden. In der Einzugswicklung fließt kein Strom mehr, da an beiden Enden dasselbe Potential anliegt. Alleine die Haltewicklung hält nun den Anker am Magnetkern. Sobald der Verbrennungsmotor läuft, lassen wir den Schlüssel los und der Anker wird durch die Rückstellfedern in die ursprüngliche Position gedrückt.